Hallihallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr das Haarewaschen einmal überspringen könnt. Und zwar, wenn ihr morgens aus dem Bett auskommt und so aussieht, wie ich euch hier zeige. Keine Zeit habt, die Haare zu waschen, dann geht das Ganze auch ganz schnell ohne Haare waschen. Und ich zeige euch jetzt, wie. Dazu benutze ich als erstes das Fab Me von Design Me Hair, um meine Haare anzufeuchten. Da ist ein Hitzeschutz mit drin. Und das bringe ich komplett überall da auf, wo meine Haare mir nicht gefallen. Dann nehme ich meine Rundbürste und meinen Föhn. Und dann föhne ich mit meiner Rundbürste die Haare, die ich angefeuchtet habe, hier und hier und hinten trocken. Und zwar, indem ich sie auf meine Rundbürste drehe. Jetzt sehen meine Haare aus wie fast frisch gewaschen, frisch gestylt. Gefällt mir schon sehr gut, aber jetzt habe ich noch meinen Geheimtipp für euch, und zwar das Alcina Style aufgepudert. Und das ist ein Volumen Styling Puder. Das man aufschraubt und dann auf die Haare drauf gibt. Man kann es schütten, ich gebe es aber auf meine Handflächen und verteile es dann. Und zwar so. Man braucht gar nicht so viel, relativ wenig, ihr seht's. Und das verreibe ich dann in meinen Fingerspitzen und bringe es damit dann auf die Haare auf. So, an den Ansatz. Und da, wo ich Volumen haben möchte. So. Reibt schön in den Ansatz ein, damit es richtig gut Volumen macht. Ich nehme nochmal ein bisschen. Und jetzt die Haare in Form bringen. Dann nochmal so. Kann man das auch nochmal hervorheben. So, und damit habe ich dann trotz meinen nicht frisch gewaschenen Haaren wieder überall Volumen drin. Es sieht aus wie frisch gewaschen, dadurch, dass wir es feucht gemacht haben und mit der Rundbürste geföhnt haben. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Rundumansicht. Und jetzt noch ein kleiner Geheimtrick. Ich lasse ja hier ein paar Haare von meinem Undercut nachwachsen. Und die sind jetzt so kurz, seht ihr das? Stehen da immer so raus. Und dazu nehme ich eine Zahnbürste und Haargel. Ganz wenig da drauf. Und förme so durch die Haare. Auch super gut für Babyhaare, die hochstehen. So, und die kann ich hier runter, dass die auch hier unten bleiben. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Ich finde es nur super für so nachwachsende Haare, wie die, die hier vorne so kleine Babyhaare haben, finde ich es bestimmt auch super. Kämmt die einfach mit einer alten Zahnbürste nach hinten und fertig.
Nichts steht mehr hoch. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch das als Hina-Style einfach verwenden, ohne die Haare vorher feucht zu machen und zu kämmen und föhnen. Dann seid ihr noch schneller. Dann auch einfach in den Ansatz einarbeiten, gut einreiben, damit man auch keine weiße Rückstände sieht. Und dann habt ihr Volumen. So, ich freue mich, dass ihr hier wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.